Ich denke, wir alle wissen, dass die Verteidigung in EA Sports FC 24 wahrscheinlich schwieriger werden wird. Doch dem entgegenzuwirken, stelle ich euch jetzt die Verteidigungsneuerung in EA Sports FC 24 vor. Darauf gehe ich ein, welche Neuerungen es gibt und welche eventuell hilfreich sein werden. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um keine Verteidigungsneuerung zu verpassen, denn es könnte sein, dass es genau die entscheidende ist, die euch in EA Sports FC 24 defensiv retten wird. Und da sind wir wieder in den Pitch Notes angekommen und die erste Neuerung, die es gibt, ist wieder eine Einstellungssache. Und zwar ist es das Advanced Defending. Wie gesagt, das ist eine neue Einstellung, die du wahrscheinlich bei den Controller-Einstellungen treffen kannst. Und dort wird dir sozusagen jetzt die Wahl gelassen, wenn du die X-Taste in der Verteidigung drückst, wird ein Schulter-Tackle oder ein Abdrängen des Gegners mit der Schulter und dem Körper ausgeführt. Und wenn du Kreis drückst, wie es auch bisher so war, wird halt ein Tackle ausgeführt, das heißt mit dem Fuß. Und wir alle kennen es aus FIFA 23, da war es halt extrem mau geregelt. Wenn du nämlich einfach nur den Körper reinstellen wolltest, vor allem wenn die durchgesprintet sind, nach dem Übersteiger-Sprintboost würdest du einfach mal nur den Körper reinhalten, dass der abgedrängt wird. Dann wäre die Sache auch gut gewesen. Aber in FIFA 23 war es oft so, dass er dann einen Ausfallschritt gemacht hat oder am Gegner vorbeigetackelt hat und dann war eh komplett vorüber. Und damit wollen die es jetzt so ändern, dass du bewusst, wenn du die X-Taste drückst, einen Körpertackle ausführen kannst. Inwiefern das dann wirklich funktioniert und vom Timing her passen muss, werden wir erst in-game sehen. Aber an sich kann das das Spiel wirklich verändern, im positiven Sinne in der Verteidigung. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinungen dazu reinschreiben, ob euch das in FIFA 23 auch so negativ aufgefallen ist. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. So, des Weiteren wird es auch neue Animationen geben für eben dieses Abdrängen und Schulter-Tackles. Und außerdem, wie ihr im Trailer schon gesehen habt, gibt es neue Animationen für Tackles, Backheel-Slides und Stop-Tackles, sozusagen Tackles, wo du eine Grätsche machst und er den Ball danach behält, wozu es auch diesen einen Playstyle gibt, den Sliding Tackle Playstyle gibt, der genau das eigentlich macht, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn du eine Grätsche machst, er den Ball danach auch am Fuß hat und er nicht wegspringt. Und dazu weise ich nochmal auf das Playstyle-Video hin. Dort habe ich wirklich alle Playstyles erklärt und was sie bedeuten, damit ihr dort Bescheid wisst. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, jetzt kommen wir noch zu einer interessanten Neuerung, die sich indirekt auf individuelle Taktiken bezieht. Und zwar gibt es sozusagen eine Art Zonenverteidigung jetzt. Und wenn du eine Tiefe von mehr als 45 spielst in der individuellen Taktik, dann werden Gegner weiter oben auf dem Spielfeld attackieren und somit höher stehen. Und zwar in der Nähe des Ballbesitzes mögliche Passwege und Leute zuzustellen. Das kann aber eventuell dazu führen, dass natürlich irgendwo anders Lücken sich öffnen und das anfängliche Pressing, weil die jetzt höher stehen, überspielt werden kann. Und du dann eventuell wieder hinten offen bist. Die weitere Änderung ist, wenn der Gegner sich an der Seitenlinie befindet, dann versuchen deine Verteidiger, den Ballträger abzudrängen und auch mehr auf die Seite zu verschieben, um die nächsten Pässe und Anspielstationen zustellen zu können. Das kann aber auch wieder dazu führen, dass natürlich auf der anderen Seite sich Räume entwickeln und mit Seitenwechseln oder Precision Passing, Precision Lob Pässe jetzt auch gut überspielt werden können. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein.
Und jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Änderung, denn wir alle kennen es aus FIFA 23. Wenn du die Drucktaktik eingestellt hast, war es komplett ein anderes Game. Du kamst gar nicht mehr klar und es war extrem schwer, da rauszuspielen. Und da will EA ein bisschen Anpassungen tätigen, dass es nicht mehr so OP ist. Und zwar, wenn du Drucktaktiken wie Constant Pressure, Druck nach Ballverlust oder Druck nach unkontrollierter Aktion oder wie sich das geschimpft hat, dann ist es jetzt so, dass anscheinend, wenn du die Drucktaktik eingestellt hast, manche Spieler, sag ich mal, sich nicht so direkt am Pressing beteiligen und dadurch nicht direkt auf deinem Mann drauf sind und du Anspielstationen trotzdem noch hast, weil manche Spieler, sag ich mal, deinen Gegner nicht so gut markieren können und du deswegen eventuell doch den Druck entweichen kannst durch ein Passspiel, weil es Spieler geben wird, die nicht den Druck so stark ausführen können und nicht so eng am Mann sind, sodass du mit Kurzballspiel eventuell das umspielen kannst. Und hier sehen Sie auch, das Ziel dieser Änderung besteht darin, dass sich das Spiel vollständig ändert, wie es ja jetzt war, wenn einer eine Drucktaktik eingestellt hat. Und jetzt kannst du durch kluge Passentscheidungen den Druck umspielen. Inwiefern ist natürlich in-game wirklich der Fall ist und ob eventuell Drucktaktiken trotzdem noch ziemlich OP sein werden, werden wir dann auch erst erfahren, wenn Early Access rauskommt oder halt der offizielle Release in EA Sports FC 24 ist. Und dann gibt es noch ein paar Änderungen zum Torwartspiel. Neue Push-Ablenkungen, Animationen bei den Torhütern eingeführt. Das heißt, wenn der Torwart den Ball nicht richtig fangen kann, versucht er ihn sozusagen abzulenken und zwar in einen Bereich, wo der Gegner, sag ich mal, nicht so schnell herankommt. Das heißt, eher zur Seite abfällt, schon wo kein Spieler ist. Inwiefern das denn wirklich der Fall ist, ist noch die andere Sache. Und es gibt sozusagen Tip-Over-Animationen. Das heißt, wenn sozusagen geloppte Schüsse, Lupfer oder diese Trivella-Shots, die so crazy waren, sollen jetzt mehr Tip-Over-Safes entstehen. Das heißt, dass der Ball, dass sie sozusagen zurückspringen und den Ball dann übers Tor rüber pitchen, anstatt, sage ich mal, dass der Ball da hinten so reinkullert, wir kennen es alle. Inwiefern es natürlich wirklich funktioniert, werden wir auch dann erst in-game sehen. So, und das waren auch schon alle Änderungen zu der Verteidigung. Schreibt gerne mal eure Meinung hinein, was ihr gut daran findet, was ihr schlecht daran findet und was ihr selbst noch sehen müsstet, ob das wirklich so gut funktioniert. Ich würde mich sehr dafür interessieren. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne ein Abo da, ein Like da, teile das Video gerne mit anderen FIFA- bzw. EA Sports FC Freunden von dir, damit die auch Bescheid wissen, was in der Verteidigung nächstes Jahr so abgeht. Und wenn du generell mehr News zu EA Sports FC 24 und Neuigkeiten erfahren willst, schau dir unbedingt meine EA FC 24 News Neuigkeiten Playlist an. Dort erfährst du wirklich alle Neuerungen, die es gibt. Also schau dort vorbei, um einen Vorteil zu haben und Bescheid zu wissen, wenn EA Sports FC rauskommt. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.